Als wäre der Tag schon nicht schlimm genug. Auf jeden Fall hatte ich schon den ganzen Tag ein komisches Gefühl im Magen. Und mich abonniert habt, dann wisst ihr es, ich bin in Thailand, ich bin in Phuket gelandet. Ja, und da geht's jetzt rein. Easy, Zettel ausgefüllt, Stempel bekommen. Ausreiseflug hat keiner gefragt. Naja, Geld habe ich auch abgehoben, etwa 200 Euro, 7000 noch was Bad und jetzt raus. Scheiße, hier bin ich in Umbach. Da drüben auf diesen Sitzen draußen habe ich gepennt die ganze Nacht. Scheiße. Ich habe hier die ganze Nacht verbracht, habe auf Katja gewartet. Das könnt ihr euch in dem Video da oben anschauen. Und dann bin ich einfach so mit meinem ganzen Kram eingepennt. Naja, jetzt bin ich wieder hier und zwar bei Tageslicht. Ist ja auch mal ganz spannend. Und ich gehe jetzt zu Fuß zu meiner Unterkunft, das sind 7 noch was Kilometer. Ich glaube, das werde ich so schaffen, da brauche ich kein Taxi oder irgendwas. Ja, auf geht's. Irgendwie muss ich die ganze Zeit wohl schmunzeln, dass ich schon wieder hier bin. Das Lustige ist, es ist wieder so komisch, so feucht warm. Wieder ein bisschen ungewohnt nach Griechenland jetzt, aber es ist nicht so heiß, wie ich das jetzt vom Juni her kannte, ne? Schnell rüber. Erstmal wieder klarkommen, wie das hier funktioniert. Vor allem hier noch platt. Ah, sieht doch schon geil aus hier. Ha, Thailand! Ja, Leute, und diesmal habe ich mir vorgenommen, noch so einiges abzuklappern. Und da ist schon einiges gebucht.
Debatte, die ich letztes Mal in dem letzten Monat mit meinen Freunden und Katja als die Wegsucher nicht gemacht habe, werde ich diesmal hinter mir bringen und ich freue mich riesig drauf. Ich werde es jetzt noch nicht verraten. Guckt euch die Videos an, abonniert bitte, denn es wird spannend. Ich weiß das jetzt schon. Ich muss jetzt schon grinsen. Die machen hier überall die Wege neu, da hinten mit Baggern. Ich kann hier nirgendwo richtig laufen. Scheiße. Ah, die fahren dann hier platt. Verdammt. Oh, ich werde jetzt schon verrückt. So, ich kaufe mir das jetzt. Kann ich was? Ist okay. Thank you. Have a nice day. Tja, in Thailand. Ich war ganz schnell zum Nicht-Vegetarier. Aber ja, brutalen Hunger. Das schmeckt brutal geil. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr an einem Hotel. Ich habe gelogen, das ist brutal heiß. Nee, Alter, sobald die eine Wolke eben weg war. Boah! Scheiße! Und stickig. Und hier ist schon wieder alles kaputt. Und es stinkt. Huhuhu. Und es stinkt. Da hinten gibt es an diesem Bananen. Und Chicken. Ich hab Hunger. Hier ist alles wirklich. Die buddeln alles um. Das ist eine Werkstatt hier. Ach du Heiliger. Willkommen in Asien. Wie ich den Kabelsalat vermisst habe. Das ist wie damals mit meinem alten Rechner. Erstmal fett. 7-Eleven. Und warum? Darum. Nein, nicht Changbier. Das gibt's nachher. Das kann man übrigens gar nicht kaufen. Ich glaube von 11 bis 2 und dann von 5 bis, lass mich lügen, 7, 8, 9, keine Ahnung. Inzwischen nicht, davor auch nicht. Das ist ein nicer Tempel da hinten. Bin ich jetzt dran vorbeigegangen. Das ist wieder, warum ich Thailand liebe hier. Chicken, bleib stehen. Ich habe gerade einen Kollegen gegessen. Boah, stinkt das nach ekligem Abwasser. Fast überall hier. Hallo. Das war ein Vetter hier, wie heißt der? Ladyboy. Oh nein. Maka, das stinkt hier extrem, ey. Ich bin nach Hause. Family Mart. Ein Chicken. Ja, gut, dass die Palme da war. Gut, dass die Palme da war. Leute, ihr sollt denn bitte darauf warten. Boah. Wer kommt auf sowas klar? Da geht's nämlich hin, meine Freunde. Da. Nikon Beach. Bisschen lieber, ja, bisschen lieber, ne? Der ist ein Lieber. Du bist ja ein süßer, oh Gott. Der ist ja richtig süß. Es wird immer schöner, je weiter ich komme, Leute. Es wird immer schöner. Boah, und ich bin wieder so positiv von den Leuten überrascht. Ich habe, glaube ich, jetzt jeden, den ich so treffen konnte, mit jedem musste ich irgendwie ein bisschen Wort austauschen. Oder habe ich Wort ausgetauscht? Die sind so freundlich und lächeln, Alter, unglaublich. Wo habe ich das vermisst? Die Griechen, die waren nicht so. Thank you.
ich bin angekommen. Hier gibt es einen Osa für mich. Und die nette Frau hat mich mitgenommen. Richtig Hammer. Ja, und jetzt checke ich eben ein und dann sehen wir uns wieder, meine Freunde. Ja, ich bin da, liebe Freunde. Das ist mein Zimmer und ich finde es eigentlich richtig geil. Ne? Ich habe zwei Betten. Na, mal sehen, wozu. Ja, gibt halt keine anderen Räume hier. Und war es auch eigentlich richtig, richtig. Für den Preis, diesen hier. Sauber und so, ne? Safe. Alles, was man so braucht oder nicht braucht. Boah. Und ich habe so mehr oder weniger Strandblick, ne? Schon. Auf Gottes Willen. Aber hinter dem Kabelsalat versteckt sich der Strand. Nathorn Beach. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Die gute Frau, die Gin, die habe ich mitgenommen. Und zufälligerweise arbeitet sie genau hier. Joa, so ein Zufall. Hat voll gepasst und ja, jetzt bin ich hier. Vor meiner Zeit, 14 Uhr, sollte ich einchecken. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 10 oder halb 11 oder sowas. Passt. Übrigens ist das hier mein Handtuch. Na? Also. Ja, was fällt euch auf? Ich bin in einem anderen Zimmer. Spiegelverkehrt. Fast das gleiche. Bei mir ging nämlich das hier nicht zu. Das ist jetzt so ein Vorführeffekt hier. Was ist das denn? Muss man eben ausmachen. Nee, klappt alles. So, das ging nämlich bei mir nicht zu, das Ding. Und ja, so. Finde ich nicht gut, ne? Meine Wertsachen hier liegen zu lassen und dann noch auf einer Etage drunter, wo quasi jeder hochklettern könnte und sich daran bedienen, weil die Balkontür nicht zugeht. Das Ding, also der Haken dort war quasi durchgebrochen und ging einfach nur mit. So, habe ich gefragt, ob es einen Schraubenzieher hat, dass man das mal eben reparieren kann, haben sie auch nicht. Mussten wir einen Zimmerwechsel machen. Aber jetzt ist alles geklärt und das Zimmer ist von sich das gleiche, ein dicken sauberer und coolere Stühle da hinten auf dem Balkon. Ja. Und jetzt gehe ich mal eben gucken, was hier draußen in der Umgebung los ist. Auch wenn ich total müde bin und ja, ich habe null Schlaf gehabt seit mehr als 24 Stunden. Mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich. Aber das wäre ein verschwendeter Tag, wenn ich jetzt nicht herausgehe und mir den geilen Strand angucke. Ne? Also, los. Fängt ja gut an hier mit eigenen Springbrunnen. Die Wellen sind schon hart hier. Hui.
Wellen gehen immer richtig ab. Aber es ist warm. Boah, voll das warme Wasser. Jetzt nach Griechenland und so, Malle und so. Ist das hier richtig so? Es ist genauso warm wie draußen, macht keinen Unterschied. Voll geil. Juhu! So ein Paradies. Und ich bin so fertig. Unglaublich. Ich habe richtig, keine Ahnung, Jetlag, Kulturschock und Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht, was ich alles noch oben drauf habe. Ich bin richtig fertig. Ja, heute werde ich wohl nicht mehr viel schaffen. Ich glaube, ich falle so tot ins Bett. Aber was soll's. Jetzt habe ich auch noch mein Armband verloren und es regnet. Super. Super. Hallo, okay, no problem. Da ist noch so eine kleine Straßenmärkte, cool. Fisch. Big Fish. Very nice. So, heute gibt es Chicken, die zwei hole ich mir jetzt. Oh, hier gibt es Chang-Bier. Jetzt esse ich hier mal thailändisch Chicken. Mit Gurken. Gurke ist immer nice. Und Chicken auch. Du willst auch was? Und die? Mal gucken, ob ich was von dir habe, weiß ich noch nicht. Wenn du Chicken isst, der Chicken schmeckt ihn. Jetzt hat es gerade richtig gegossen. Ich muss mich erstmal unter so einen Sonnenschirm stellen. Und hier auf dieser Seite ist voll heftig Sonne. Und da hinten richtig Monsun. Aber hört jetzt auf, hoffentlich. Wobei immer noch so schwarze Wolken überall sind. Ja, ich war gerade in Naiton Mart, so ein Supermarkt drin. Und ja, ich habe hier wieder gemerkt, das ist so ziemlich auf russische Touristen ausgelegt. Und man kann ja sagen, irgendwie bin ich ja auch einer. Da hat mich einer dabei beobachtet. Prost, ihr Lieben. Ja, es ist Mittag. Aber ich bin so fertig, dass mir gerade nur noch das hier richtig Freude bereitet. Oh, geil. Schaut mal. Mein erstes Chang war eine gute Idee. Das kann ich hier schön in der Liege chillen. Geil. Ja, liebe Leute, das ist ein Stückchen Phuket. Wäre der Tag schon nicht schlimm genug, auch hört ihr das, haben die vor mir eben eine Leiche aus dem Wasser gezogen. Das ist krass. So eine Scheiße. Ich will das jetzt auch nicht aufnehmen. Das ist echt. Ja. Der Tag ist echt eine Überraschung. Thailändische Einsatzkräfte, Polizei und alles da, Rettungswagen und so. Ja, jetzt checken die das da vorne ab. Auf jeden Fall. Ja, heute ist ein komischer Tag, wie gesagt. Ich hatte schon den ganzen Tag nicht nur den Jetlag irgendwie im Magen, sondern
alles Mögliche. Ich muss heute frühzeitig ins Bett. Ja, Leute. Ich bin wieder zurück. Und ja, der Tag hat mir erstmal den Rest gegeben. Es ist noch nicht mal dunkel draußen, aber ich will einfach nur noch alles wegschlafen. Ich bin gejetlaggt, ich bin fertig mit der Welt, ich hab null Schlaf, nicht mal ein Minütchen Schlaf. Und dann holen die Jungs da auch noch eine Leiche aus dem Wasser. Ja. Jo. Ich hab das jetzt auch nicht so explizit filmen wollen. Auf jeden Fall hatte ich schon den ganzen Tag ein komisches Gefühl im Magen. Erstmal voll Hurra, hihi, und dann buff, Alter. Ja, trübe Stimmung im Paradies. Aber ihr wisst ja, Momente kommen und gehen, und morgen wird sicherlich die Sonne wieder aufgehen und ein neuer, schöner Tag wartet auf uns. Deswegen sage ich trotzdem danke, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, euch ist genau wie mir jetzt noch ein Stück mehr bewusster, wie kurz das Leben eigentlich ist, wie schnell das einem genommen werden kann. Deswegen genießt euer Leben, Leute. Ja. Und schlaf gut und genießt den Rest des Tages. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao.